ganz viele verschiedene Tätigkeiten. Wir haben auch ganz viele verschiedene Gefahren bei uns. Heben und Tragen ist bei uns ein grosses Thema, weil wir halt ein Baumarkt sind, das Gartencenter. Man muss die Ware anlegen, auch die Kunden, man muss können spüren. Wir drehen auch viel um. Die Ware ist teilweise halt auch wirklich schwer. Und hinzu kommt noch, dass wir Staplerverkehr haben bei uns in den Märkten. Wir haben Hochzonenregal, wir haben Kunden selbstverständlich, die die Gefahren auch nicht auf den ersten Blick erkennen oder grundsätzlich kennen und sich anders in einem Markt bewegen als vielleicht ein Mitarbeitender. Es ist schwierig zu sagen, ob Safely direkten Einfluss auf die Entwicklung der Unfallzahlen hat oder wird haben. Arbeitssicherheit ist sowieso nichts, dass man heute etwas machen kann und morgen hat es einen Effekt. Aber es ist wirklich so, dass in den vergangenen Jahren unsere Unfallzahlen stetig gestiegen sind und wir haben sie erst kürzlich haben wir das Ganze können brechen, sodass sie wieder gegenüber gehen. Safely ist sicher ein ganz, ganz wichtiger, das wichtigste Zahnrad in dem ganzen System, wo jetzt auch alle Märkte näher zusammenbringt durch die digitale Form und wo sehr vieles einfacher macht. Und durch das glaube ich schon, dass Safely auch einen direkten Einfluss kann haben auf die Unfallzahlen und die Unfallentwicklung. Wir haben die Arbeitssicherheit früher tatsächlich auch schon digitalisiert gehabt. Aber das war für mich schon schwierig zu brauchen als plus minus Digital Native. Ich zähle mich jetzt mal noch zu dem. Und gleichzeitig habe ich dann relativ bald gemerkt, dass der Markt die Software wirklich nicht braucht. Und ich musste sie praktisch zwingen, dass sie das benutzen, was immer das Schlechteste überhaupt ist, weil dann macht man vielleicht das Mindeste, aber auch nicht mehr. Mit Safely arbeiten wir inzwischen 2,5 Jahre und wir haben sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht, weil es wird effektiv auf der Fläche benutzt. Ich bin eigentlich schockverliebt in dem Moment, weil es genau das war, was ich wollte. Und ich habe es auch von Anfang an verstanden, wie es funktioniert. Man hat mir nichts wirklich müssen, erklären. Und das war auch ein gutes Zeichen dann für die Tests in den Markt selber. Es haben alle verstanden. Quer durchs Beet, egal ob jemand 18 war oder 63. Die Module, die wir am allermeisten nutzen, ist einerseits das Modul, das bei uns Ausbildungen heisst, also dort, wo wir Nachweise effektiv erfassen. Das nutzen wir sicher am allermeisten. Hinzu kommt, dass wir im Safely eine Dokumentenbibliothek auch erfasst haben. Das heisst, alle Dokumente, wo die Arbeitssicherheit betreffen oder den Markt oder das Marktmanagement betreffen, findet man dort drin. Durch Safely hat sich der Prozess bei uns extremst vereinfacht. Wenn ich jetzt zum Beispiel beauftragen will, hey, Leute machen einen Rundgang in eurem Markt, regelmässig, jeden Monat oder alle 2 Wochen, dann ist es dort extrem einfach zu organisieren. Und durch das sparen alle Zeit, alle wissen, was sie zu tun haben. Und Kontrolle, was auch extrem wichtig ist, kann man direkt im System machen, ob es von allen gemacht wurde, in welcher Qualität etc. Und das spart halt enorm viel Zeit und selbstverständlich durch das auch Geld. An Safely schätze ich am meisten die Einfachheit und dass sie auf verschiedensten Plattformen nutzbar ist. Sie ist einfach 2021 und 2022, glaube ich.